Erste Station der kleinen Stadtrundfahrt ist der Big Ben, eines der Wahrzeichen von London. Ein Muss für jeden Touristen und auch für den Überflieger von gestern. Olympiasieger Steve Gerda genießt die Ruhe nach dem Sturm und hat endlich auch ein wenig Zeit für die Attraktionen der Gastgeberstadt. Seine große Stunde kann er immer noch nicht in Worte fassen. Es ist schwieriger, das wirklich zum Beschreiben. Das ist das Gefühl, das eben eigentlich unerklärbar ist. Und ich glaube, wegen dem ist es so schön und so besonders. Die königlichen Horse Guards sind weltweit bekannt und für Pferdeliebhaber Gerda natürlich auch ein lohnenswerter Hingucker. Das wäre immer noch keine Herausforderung, oder? Wobei, viel zu einfach. Ja, auch ein bisschen zu langsam und ein paar Sprünge auf der Weg muss jetzt schon stehen. Beim Buckingham Palace sollte sich der König der Springreiter ja eigentlich nun wie zu Hause fühlen. Allerdings hofft Gerda, dass sich in seinem Leben trotz Olympiasieg nicht allzu viel ändert. Königliche Gefühle kommen jedenfalls trotz passender Umgebung nicht auf. Nein, ich bin jetzt hier stolz, aber würde ich auch daheim dem Rüttihof stolz sein oder in meinem Bett daheim. Also das bleibt jetzt halt so. Die Tower Bridge ist zum Wahrzeichen der Olympischen Spiele geworden. Diese Brücke muss man gesehen haben. Steve Gerda hat insgesamt 10 Tage in London verbracht, hat viel gesehen und noch viel mehr erlebt. Trotz aller Sehenswürdigkeiten bleibt aber vor allem eines in Erinnerung. Das ist ja ganz klar meine Goldmedaille. Also der Rest ist alles schön und alles wunderbar, aber die Goldmedaille ist das einzige Bild, das momentan in meinem Kopf bleibt. Schon jetzt spürt man, der Olympiasieg hat etwas ausgelöst. Immer wieder wird Gerda erkannt und muss gemeinsam mit neu gewonnenen Fans für Fotos posieren. Ist das etwas, was Sie gerne machen oder sagen Sie, eigentlich ist mir fast ein bisschen unangenehm? Nein, wie eine Frau ist kein Problem. Charmant, ruhig, bescheiden und erfolgreich. Das ist Steve Gerda am Tag nach dem größten Triumph seiner Karriere.